Schönen guten Morgen, herzlich willkommen in der Österreichischen Nationalbank. Wir dürfen Ihnen heute unsere halbjährliche Konjunkturprognose präsentieren. Ich darf dazu begrüßen am Podium Frau Dr. Ritz-Berger. Sie ist also die Leiterin unserer Hauptabteilung Volkswirtschaft und gewiss unsere Chefökonomin, und Herrn Gouverneur Professor Dr. Nowotny. Beide werden Sie jetzt durch diese Präsentationen führen, und im Anschluss stehen wir natürlich sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Bitte sehr, Herr Gouverneur. Einen schönen guten Morgen darf ich auch Ihnen bringen. Das ist ja jetzt sozusagen die Saison. Wir machen heute die Prognose für die reale Wirtschaftsentwicklung, und in einem Monat, am 8. Juli, haben wir dann die Vorstellung des Finanzmarktstabilitätsberichtes, sodass wir diese zwei Dinge dann quasi als Abschluss sehen können. Die Grundaussage für heute ist wohl die, dass wir auf der europäischen Ebene eine positive Wirtschaftsentwicklung sehen. Die wirkt sich auch positiv aus für Österreich, aber wir haben doch spezielle Herausforderungen auch in Österreich zu bewältigen. Wenn ich Ihnen das im Detail ein bisschen hier schildern darf, so sehen Sie in der Gesamtwirtschaftsentwicklung, dass wir 2015, 2016 eine etwas geringere Perspektive haben weltweit als in den ursprünglichen Prognosen. Sie sehen aber weiterhin, dass die USA und in Klammer gesagt auch UK eine sehr dynamische Entwicklung zeigen. Ich darf Sie auch darauf hinweisen, dass wir in dem Bereich der also New Member States, also Zentral- und Osteuropa, eine durchaus positive Entwicklung sehen. Das ist, glaube ich, wichtig, weil hier ein bisschen das Bild in der Öffentlichkeit oft ist, dass das alles eine Problemzone ist. Es gibt Problemländer, aber nicht als Problemzone insgesamt, sondern es ist eine Zone mit positiven Auswirkungen. Das wesentliche Problemland, das aber eben nicht in dieser New Member States enthalten ist, ist Russland, wo Sie sehen, dass hier für 2015 ein massiver Wirtschaftseinbruch befürchtet werden muss, der 2016 auch noch weitergeht. Das ist einmal die Ausgangslage, vor der wir hier stehen. Sie wissen, dass auf diese insgesamt vorsichtige und problematische Entwicklung die Europäische Zentralbank reagiert hat mit dem Asset Purchase Program, also einem Quantitative Easing Programm, und dem Ankauf von Wertpapieren verschiedener Art. Dieses Programm hat bereits Effekte gezeigt. Sie sehen, dass es bei den Zinssätzen zu einer deutlichen Verringerung geführt hat. Das ist kein direkter Effekt, aber möglicherweise auch indirekt. Wir sehen bei den Ölpreisen eine Entwicklung, wo sozusagen durch die verbesserte Konjunkturlage wir eine leichte Aufschwungsentwicklung wieder haben. Was von besonderer Relevanz ist und Interesse, ist die Entwicklung bei den 10-Jahres-Renditen, wo Sie eben hier sehen, dass wir gegenüber gerade in den letzten Wochen durchaus wieder eine Aufwärtsentwicklung gehabt haben. Das sehe ich als Erfolgsstory, weil ich interpretiere das als eine Normalisierung der Entwicklung, weil die Werte, die wir ja zwischendurch hatten, also der niedrigste Wert für 10-jährige Bund war im 20. April mit 0,05%. Das war ein Wert, der sicherlich durch die realwirtschaftlichen Faktoren nicht gerechtfertigt ist. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Entwicklung, die meines Erachtens der Realwirtschaft sehr viel stärker entspricht. Und wenn Präsident Draghi hier gesprochen hat, dass dieser Weg von einer gewissen Volatilität begleitet ist, so ist das, glaube ich, nur eine faktische Feststellung, nicht irgendeine Ankündigung als solches, sondern auch etwas, was die Märkte nicht besonders berühren sollte. Für
Die Wachstumsaussichten insgesamt sehen Sie, dass wir hier in der Tat eine deutliche Verbesserung haben. Das ist jetzt hier nicht drauf. Für 2014 hatten wir bei der Eurozone noch ein Wachstum von 0,9%. Sie sehen das ganz unten. Sie haben ja auch die Unterlage bei sich. Das erhöht sich deutlich auf 1,5%, wird 2016 auf 1,9% und 2017 auf 2% gehen. Wir haben auch ein deutliches Hinaufrevidieren in Bezug auf die Inflationsrate, wobei wir jetzt ausgehen für 2015 von 0,3%. Das ist natürlich noch immer deutlich unter dem Wert, den wir als Europäische Zentralbank als Preisstabilität definieren. Aber es geht in die richtige Richtung. Und Sie sehen, dass wir 2016, 2017 hier dann schon deutlich, wenn man will, normalere Inflationsraten haben. Das heißt, zusammengefasst, der Konjunktureinbruch ist zu Ende. Wir kommen wieder in bessere Zahlen. Die Gefahr der Deflation ist überwunden. Das heißt, wir sind insgesamt damit in einem sicheren Terrain. Die Notmaßnahmen oder Massivmaßnahmen der EZB dürften in diesem Sinne erfolgreich sein. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht massive Differenzierungen zwischen den einzelnen Staaten haben. Und das sehen Sie hier, und zwar sowohl was das reale BIP betrifft, wie die Inflationsrate, wie die Arbeitslosenrate. Österreich ist in diesem Zusammenhang leider nachhinkend gegenüber der europäischen Entwicklung oder der Euro-Entwicklung, auch jetzt schon seit einiger Zeit zurückbleibend hinter den deutschen Werten. Und das ist etwas, was uns in der ÖNB doch massiv beschäftigt. Wir haben auch eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit diesen Fragen der österreichischen Spezialentwicklung beschäftigen. Es wird die Frau Dr. Ritzberger zu diesem Thema auch noch detailliertere Angaben machen. Ich darf Ihnen vielleicht nur ein paar erste Ergebnisse hier zeigen. Wir haben uns angeschaut, wie schauen die Arbeitskosten der Beschäftigten in der Industrie aus. Und Sie sehen hier einerseits sozusagen die blaue Linie, beziehungsweise für Österreich die rote Linie, ist der Stand 2014. Und Sie sehen das im Vergleich zu 2008 und zu 2002. Wir sehen, dass wir in Österreich hohe Arbeitskosten haben, aber nicht die höchsten. Und auch zum Beispiel in Bezug auf die Arbeitskosten deutlich auch nach wie vor unter dem deutschen Wert liegen. Interessant ist aber auch die Frage der Veränderung der Lohnstückkosten. Und da sehen Sie den Vergleich, also der Index ist hier 2000, wie hat sich das gegenüber dem Jahr 2000 entwickelt? Und da sehen Sie den Vergleich zwischen dem Jahr 2008 und dann dem Jahr 2014. Sie sehen, dass zum Beispiel Deutschland sich die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten zwischen 2000 und 2008 praktisch überhaupt nicht entwickelt haben. Das heißt, eine extrem restriktive Einkommenspolitik. Sie sehen, dass insgesamt bei den Entwicklungen Österreich ebenfalls nicht die Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 nicht sehr hoch ist, dass wir aber im Zeitraum 2008 bis 2014 in der Tat eine der höchsten Zuwachsraten haben. Das heißt, man muss eben hier sehr deutlich unterscheiden. Wir haben zunächst einmal eine Phase gehabt, wo in der Krise selber Österreich sehr zurückhaltend oder vor der Krise sozusagen sehr zurückhaltend war. Das war natürlich aber auch bedingt auch durch den Blick auf Deutschland, wo dort in Deutschland die deutsche Wiedervereinigung besondere Kosten und Maßnahmen verursacht hat. Jetzt, seit der Krise, haben wir eine vergleichsweise deutlich stärkere Entwicklung der Lohnstückkosten.
Allerdings auch das nicht in einem solchen Ausmaß, das vielleicht das allein erklärt. Sie sehen hier zwei Grafiken, die vergleichen die Lohnstückkostenentwicklung mit den Marktanteilsentwicklungen. Sie sehen zunächst einmal vor der Krise. Und Sie sehen, dass hier eigentlich die meisten europäischen Staaten gegenüber dem Welthandel, also das Marktanteil heißt jetzt hier gegenüber dem Welthandel, hier Marktanteilsverluste erlitten haben, was an sich nicht erstaunlich ist, weil eben wenn ich sozusagen eine starke Gruppe von Emerging Markets habe, von Staaten, die stärker hineinkommen in den Welthandel, dann ist es klar, dass ich dort Marktanteile verliere, mit einer besonders interessanten Ausnahme Deutschland. Und Sie sehen den Spezialfall der Slowakei, wo eben diese Autoindustrie sich dort ausgewirkt hat. Interessanter ist dann die Entwicklung seit der Krise, das ist das, was Sie auf der rechten Seite sehen. Dort sehen Sie einerseits, dass es eben doch eine ganze Reihe von Ländern gibt, wo in der Tat die Lohnstückkosten zurückgegangen sind. Das ist alles das, was Sie sozusagen links von dem senkrechten Geraden hier haben. Und Sie sehen, dass Deutschland und Österreich sich insofern unterscheiden, nicht so sehr in Frage der Entwicklung der Lohnstückkosten, aber Deutschland hat doch noch Marktanteile gewonnen und Österreich verloren. Und eine erste Analyse würde in die Richtung gehen, dass das, was wir in Österreich sehen, wahrscheinlich weniger ein reines Kostenproblem ist, als vielmehr möglicherweise ein Strukturproblem. In der Weise, dass bestimmte Märkte, wo wir stark sind, nicht mehr so rasch gewachsen sind wie in der Vergangenheit. Das gilt vor allem für Zentral- und Osteuropa, wo wir sehr davon profitiert haben, dass wir sozusagen auf einem stark wachsenden, stark wachsenden Markt. Wir sind dort immer schon noch stark, aber der Markt wächst nicht mehr so stark. Und zum Zweiten umgekehrt, dass die Konkurrenz aus diesen Staaten auf dem europäischen Markt sehr viel stärker wird. Also um das ganz nüchtern zu erklären, Österreich hat eine wichtige Rolle im Bereich der Automobilzulieferindustrie. Davon haben wir sicherlich massiv gewonnen. Wenn aber jetzt sozusagen die Automobilzulieferindustrie eben zum Teil etwa in die Slowakei abwandert, so heißt das, dass also eben jetzt diese Exporte im Bereich Automobilzulieferindustrie eben nicht nur aus Österreich kommen, sondern aus der Slowakei. Und wird auf diese Weise eben Marktanteile verlieren. Nicht österreichische Unternehmen, weil es sind nach wie vor vielfach österreichische Unternehmen, die ja dort investiert haben. Aber die Investitionen, die sie gemacht haben, die werden halt hier wirksam. Und das erste Indiz, das wir sehen, und das wird die Frau Witzberger das im Detail dann noch zeigen, ist, dass wir hier in Österreich konfrontiert sind mit langfristigen Strukturwandlungen in der speziellen Industrie, die bedeuten, dass wir hier doch vor wichtigen strategischen Entwicklungen stehen. Konkret, es hat ja schon in den 70er, 80er Jahren durchaus solche strategischen Entscheidungen gegeben. Ich darf daran erinnern, nicht zuletzt hat die Österreichische Nationalbank damals eine sehr erhebliche Rolle gespielt, weil das zu sehen war im Konnex der Hartwährungspolitik, wo es darum gegangen ist, sozusagen Strukturverbesserungen so zu machen, dass sie die Leistungsbilanz entlasten.
es hat begonnen, die Älteren werden sich erinnern, mit Fragen des berühmten Austro-Porsche-Projektes, an dem ich selber mitgewirkt habe. Das ist dann nichts daraus geworden, aber das war die Idee, dass zusammen mit der Firma Porsche in Österreich selber ein Auto zu machen, also für die etwas Jüngeren. Aus dem ist nichts geworden, aber das war eigentlich der Anstoß, dass man ein Schwergewicht dann gelegt hat auf der Automobilzulieferindustrie. Und das ist eine der Stärken der österreichischen Wirtschaft. Da dürften jetzt sozusagen die Wachstumsperspektiven ausgelaufen sein, zumindest die quantitativen. Und die Frage ist, was sind sozusagen solche Nachfolgebereiche? Auch dort ist es nicht nur über Marktprozesse gegangen, sondern es hat hier erhebliche staatliche, zum Beispiel Ansiedlungspolitik gegeben. Also das, auch da war ich persönlich mit, dass BMW nach Steyr gekommen ist, war nicht selbstverständlich, sondern war das Ergebnis massiver politischer Bemühungen. Das ist heute natürlich sehr viel schwieriger, weil wir im EU-Rahmen die Möglichkeiten von Ansiedlungssubventionen sehr viel weniger haben. Aber ich glaube, die Herausforderung liegt tatsächlich darin, sich zu überlegen, was sind Bereiche, wo ich sozusagen in Österreich von der Struktur her wieder auf zukunftsträchtige Bahnen stärker komme als jetzt. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der uns als solches sehr beschäftigt, wo wir uns auch in einer gewissen Tradition der Notenbank sehen und wo wir aber noch nicht abgeschlossene Ergebnisse Ihnen geben können. Um das nur noch abzuschließen, Sie sehen, dass wir, was das BIP pro Einwohner betrifft, durchaus in Österreich nach wie vor einen sehr guten Rang haben. Noch dazu muss man dazu sagen, es ist ja das BIP und nicht das Bruttosozialprodukt. Das heißt also, in Ländern wie Luxemburg und Irland muss man sehen, dass da sicherlich auch massive Dividendenzahlungen, Finanzströme eine Rolle spielen. Alles umgekehrt muss man vorsichtigerweise sehen, Deutschland wird eine Revision bekommen in Bezug auf seine Einwohnerzahlen. Die Einwohnerzahl Deutschlands wird nach den jüngsten Eurostat-Statistiken um etwa 1,25 Millionen Personen geringer sein als bisher angenommen. Und das heißt aber, damit wird das BIP pro Kopf auch wieder steigen. Also Sie sehen, man muss immer bei diesen statistischen Dingen etwas vorsichtig sein. Aber wie gesagt, wir sind eindeutig eine Spitzengruppe. Wir haben auch, wenn ich den Gesamtzeitraum sehe, 2000 bis 2014, als Österreich ein sehr gutes Ergebnis. Aber umgekehrt, wenn ich mir anschaue, 2013 bis 2015, da ist Österreich deutlich von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt. Und das ist etwas, was man ohne Beschönigung sehr deutlich sehen muss. Und das ist eine Herausforderung, die wir uns, glaube ich, alle stellen müssen. Das zeigt sich jetzt auch in der konkreten Prognose. Sie sehen hier, wir gehen davon aus, dass wir für 2015 ein Wachstum von 0,7% haben werden. Und der entscheidende Punkt, warum es nicht höher ist, ist, dass wir derzeit eine sehr negative Entwicklung bei den Investitionen sehen, also das zweite Jahr schon mit negativer Investitionsentwicklung, auch auf das wird dann im Detail noch eingegangen werden. Wir erwarten dann für 2016, 2017 deutlich bessere Ergebnisse, und zwar sowohl durch eine Stärkung im privaten Konsum, da hat die Steuerreform, wie wir hoffen, positive Effekte, und auch im Investitionsbereich. Wir müssen davon ausgehen, dass die Arbeitslosenzahlen als solches noch immer hoch sind. Gleichzeitig aber wächst die Zahl der Beschäftigung noch immer. Aber auch da muss man sehr viel detaillierter in die Statistik hineingehen, was in diesem Beschäftigungswachstum ist Vollzeitbeschäftigung, was ist Teilzeitbeschäftigung. Es ist überwiegend Teilzeitbeschäftigung, was ich hier habe. Das heißt, auch das ist, glaube ich, differenziert zu sehen. Was den öffentlichen Sektor betrifft, so sind das die Zahlen, die wir auch an die EZB nach EZB-Kriterien entwickelt haben. Das heißt, da können wir noch keinerlei gesetzlichen Änderungen mit hineinnehmen. Also die würden, glaube ich, noch mit einer gewissen Vorsicht zu sehen sein.
Aber auf jeden Fall können wir davon ausgehen, jetzt in Bezug auf die Republik Österreich insgesamt, dass ihre Stellung am Kapitalmarkt eine sehr gute ist, eine unverändert gute und starke. Der Finanzierungsbedarf 2015 wird etwa 22 bis 24 Milliarden betragen. Das ist etwa 20% weniger als im Jahr 2014. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, Österreich ist sehr vorsichtig in seiner Refinanzierung. Wir haben eine durchschnittliche Restlaufzeit von 8,7 Jahren. Das heißt, wir finanzieren nicht am allerbilligsten kurzfristig, sondern wir nutzen das niedrige Zinsniveau, dass wir uns auch längerfristig niedrig verzinst finanzieren können. Und die ÖPFA, die Bundesfinanzierungsagentur, macht hier, glaube ich, eine sehr gute Arbeit. Und wir sind ja auch hier in enger Beratung. Und die Frau Oberndorfer, die jetzt ihre Position wechseln wird, hat, glaube ich, auch hier sehr gute Arbeit geleistet. Was die Inflationsrate betrifft, so ist es so, dass wir in Österreich mit einer 2015 geringeren Inflationsrate rechnen als 2014 und dann wieder in einen Normalbereich hineinkommen. An sich sind das Inflationsraten, die ja durchaus den europäischen Anforderungen entsprechen. Sie haben aber natürlich schon den Effekt, dass sie eben doch deutlich über den in Deutschland liegen. Klarerweise deutlich über den Ländern liegen, die in einer schweren Wirtschaftskrise sind, wie nach wie vor ja Spanien, wie Griechenland und so weiter. Dort habe ich negative Inflationsraten, aber auch gegenüber Deutschland. Und das ist ein Punkt, der uns ebenfalls sehr beschäftigt hat und wo wir uns das detailliert angeschaut haben. Was sind wesentliche Gründe für diese Inflationsdifferenz? Das sind immerhin praktisch 0,8 Prozentpunkte. Und es zeigt sich, es ist nicht so sehr im Warenbereich. Und das heißt, es ist auch nicht etwas, was sich unmittelbar exportmäßig so stark auswirkt. Aber es ist im Dienstleistungsbereich. Und zwar dort einerseits im Tourismusbereich, was ja an sich wieder positiv ist. Weil es heißt, dass wir eher in Richtung Qualitätstourismus gehen. Im Finanzdienstleistungsbereich und bei den administrierten Dienstleistungspreisen. Also das sind auch Bereiche, wo der öffentliche Sektor eine Rolle spielt, sei es durch Gebühren, sei es durch Beitragsleistungen oder natürlich auch direkt durch Erhöhungen im Mehrwertsteuerbereich, was ja auch etwas ist, was dann wirksam werden wird. Das einmal als einen ersten Überblick und ich darf jetzt gleich weitergehen an die Frau Dr. Ritzberger. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie in die Tiefe führen und die Aussagen ein bisschen untermauern mit Daten und Fakten, die wir im Rahmen unserer Prognose erstellt haben. Ich möchte beginnen mit den Komponenten der VGR, so wie jedes Mal, und möchte darauf hinweisen, dass die Wachstumsraten für Österreich für heuer 0,7, für nächstes Jahr 1,9 und für 2017 1,8% zwar schon hier einen Aufschwung signalisieren, aber möchte einen Vergleich ziehen mit dem, was wir so früher gesehen haben, was wir so gewohnt waren. Wenn ich zurückführen darf in das Bild von 2010, sehen Sie eine typische Situation von einer kleinen offenen Volkswirtschaft. Die Nettoexporte dominieren und ziehen quasi die Volkswirtschaft aus ihrer unterdurchschnittlichen konjunkturellen Situation heraus, was sich dann schön zeigt im Jahre 2011, wo insbesondere die Investitionen so richtig angesprungen sind. Was fehlt uns in den Jahren 2012, 2013, 2014? Es fehlen uns die Investitionen, wie bereits gesagt. Hier haben wir wirklich ein Problem. Es fehlt uns auch der private Konsum, der hier weitgehend völlig ausgelassen hat und uns einfach im Aufschwung gefehlt hat und uns gefehlt hat, um aus diesem Tief herauszukommen. Sie sehen für 2015 wieder deutlich positive Nettoexporte,
die hier das Startsignal geben sollten für die deutlich positivere Entwicklung 2016, 2017 und die für uns der Grund sind, warum wir jetzt doch optimistisch sind, dass die kommenden beiden Jahre besser werden. Darum ja auch unser Titel 2016 sollte dann der Aufschwung wirklich da sein. Lassen Sie mich kurz eingehen in die drei Nachfragekomponenten, die hier wichtig sind, in den privaten Konsum, in die Investitionen und in die Exporte. Und lassen Sie mich mit dem Konsum beginnen. Der Konsum ist wichtig. Warum ist er wichtig? Er macht 60% des realen BIP aus. Also das ist wirklich eine tragende Säule, wenn er da ist. Die Prognosewerte für den privaten Konsum sind für heuer plus 0,7. Also wie ich schon gesagt habe, hier sehen wir leider noch nicht sehr viel. Aber 2016 mit plus 1,8% und 2017 plus 1,6% sollte dann der Konsum deutlich anspringen. Was trägt den privaten Konsum? Und damit komme ich jetzt zur linken Grafik. Der private Konsum kommt vom real verfügbaren Haushaltseinkommen. Und das sind die lila Säulen, die wir hier aufgetragen haben. Und hier sehen Sie einfach einen deutlichen Anstieg, der sich insbesondere zu diesen Vorjahren 2013, 2014 hier bemerkbar macht. Die hellblauen Säulen sind der private Konsum, wie schon gesagt, also hier wird es nach oben gehen. Die Differenz ergibt die Sparquote. Auch hier ist dieses Phänomen fürs Erste vorbei, dass der private Konsum sich im Wesentlichen aus dem Entsparen ergibt und halt die Leute aus ihrem Sparvolumen, das Sparvolumen zurückfahren und dadurch mehr konsumieren. Im Moment wird es so sein, dass hier wirklich das real verfügbare Haushaltseinkommen anzieht. Und das haben wir Ihnen auf der rechten Grafik, auf der rechten Seite aufgetragen. Die Säulen insgesamt sind das real verfügbare Haushaltseinkommen. Die verbindende Linie zeigt Ihnen die soeben beschriebene Entwicklung. Also 2013 ist es ja gesunken, 2014 mehr oder weniger nur ganz leicht angestiegen, 2015 deutlich stärker und 2016 sehen wir wirklich hier einen Anstieg. Und der, woher kommt der? Er kommt aus den Arbeitnehmerentgelten. Das ist der dunkellila Teil der Säule in 2016. Das heißt, der Konsum wird hier endlich wieder zur Wachstumsstütze werden. Warum? Was überzeugt uns hier diesbezüglich? Das ist die Steuerreform. Also wir sehen hier wirklich, dass die Arbeitnehmerentgelte bei den privaten Haushalten hier deutlich steigen werden und den privaten Konsum stützen. Zu den Investitionen. Wie gesagt, das Investitionswachstum beschleunigt sich erst 2016. Für 2015 gehören die Investitionen wirklich zu unseren Sorgenkindern. Warum? Man hat sich gewöhnt geradezu an sehr, sehr niedrige Wachstumsraten bei den Investitionen, war aber wirklich nicht immer so. Und was wir zum Beispiel 2011 gesehen haben, war ein Wachstum der Investitionen um 5,2%. Das, was wir 2017 erreichen werden, liegt bei etwa der Hälfte, bei 2,6%. Also hier sieht man schon, dass wir uns mit sehr wenig zufrieden geben werden müssen im langfristigen Vergleich. Heuer wird sogar noch einen Einbruch geben bei den Investitionen, minus 1,9%, obwohl sie im zweiten Halbjahr schon deutlich steigen sollten und sich mit positiven Wachstumsraten bemerkbar machen sollten. Wo bleiben die Investitionen und was sind die Gründe für diese wirkliche Investitionsschwäche? Es ist schwierig zu erklären. Es liegt nicht wirklich an der Nachfrage. Es liegt nicht wirklich an den Finanzierungsrestriktionen. Wie der Herr Gouverneur schon gesagt hat, die Zinsen sind derzeit historisch niedrig. Also zu sagen, es wäre zu teuer, Kredite wären zu teuer, sie werden auch vergeben, das ist nicht die Erklärung. Unsere Erklärung ist das Industrievertrauen, das derzeit wirklich schwach ist. Die Unternehmen sehen hier im Moment noch nicht positiv in die Zukunft und darum haben diese
Industrieinvestitionen auch im letzten Jahr und insbesondere um den Jahreswechsel. Und ich darf erinnern an die Russlandkrise und an andere geopolitische Ereignisse wirklich ausgelassen. Die dritte Säule sind die Exporte. Und auch hier ein historischer Vergleich, um das ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Also Exporte im Durchschnitt von 1999 bis 2008 sind sie um 6,2 Prozentpunkte gewachsen. Das ist verglichen mit dem, was wir jetzt prognostizieren, deutlich höher. Wir hoffen aber doch, dass wir uns langfristig dem Wert wieder annähern. Und 2017 sollten ja die realen Exporte in Österreich um 4,8 Prozent wachsen. Lassen Sie mich trotzdem kurz diese Grafik erklären, nämlich auch im Hinblick darauf, Marktanteile, österreichische Exportposition im internationalen Wettbewerb. Die schwarze, dicke Linie, die Sie hier aufgetragen sehen, ist die Importnachfrage der österreichischen Handelspartner. Also das, was unsere Handelspartner von uns nachfragen. Wer sind diese Handelspartner? Darüber gibt Ihnen diese Säule, die unter der schwarzen Linie jeweils steht, Aufschluss. Ganz klar, Deutschland dominiert, fast 50 Prozent unserer Exporte gehen nach Deutschland. Aber auch viele andere Länder sind hier Nachfrager von österreichischen Exportgütern. Und Sie sehen diese strichlierte Linie. Was zeigt uns die? Die zeigt uns das, was Österreich wirklich tatsächlich exportieren konnte. Über weite Strecken decken sich diese zwei Linien und Österreich hat quasi hier partizipiert und gut teilgenommen. In den letzten zwei, drei Jahren divergieren diese beiden Linien, gehen auseinander und die Differenz dieser beiden Linien zeigt uns den Marktanteilsverlust. Den Marktanteilsverlust der österreichischen Unternehmen auf den internationalen Märkten. Österreich verliert also Marktanteile und wenn man das quantifizieren möchte, es ist nur eine Annäherung, aber ich glaube, sie ist trotzdem recht aussagekräftig. Seit 2007 hat Österreich ca. 5% an Marktanteil verloren. In welchen Bereichen haben wir verloren? Warum? Wieso? Nun, warum, wieso? Wir sind erst am Arbeiten, aber in welchen Bereichen können wir schon in etwas sagen? Ich habe bereits gesagt, 30 Prozent der österreichischen Güter und 40 Prozent der Dienstleistungen gehen nach Deutschland. Also das sind jetzt die exakten Werte. Und darum haben wir uns Deutschland näher angeschaut und wie sich die Marktanteile der verschiedenen Länder in Deutschland entwickelt haben. Und was Sie links oben sehen, ist eine Veränderung zwischen 2011 und 2014. Und die rote Säule, leider nach links, zeigt, dass Österreich zu den Verlierern an Marktanteilen gehört, habe ich schon gesagt. In diesem nun deutlich kürzeren Zeitpunkt minus 3,3 Prozent. Und die Gewinner sehen Sie weiter unten, das sind alle jene, deren Säulen nach rechts schauen, also im positiven Bereich aufgetragen sind. Und das ist schon eine erste Annäherung an unser vorläufiges Ergebnis. Es sind vor allem osteuropäische Staaten, osteuropäische Länder, die in Deutschland ihre Marktanteile deutlich ausbauen konnten. Achtung, die Marktanteile waren unter Umständen recht klein. Das heißt, unter Umständen sind das natürlich noch immer Länder oder in der Regel sind das immer noch Länder, die weniger als wir nach Deutschland liefern. Aber es zeigt die Veränderung und es zeigt die Richtung, in die es hingeht. Auf der rechten Seite haben wir das weiter heruntergebrochen und können jetzt auch auf Güterebene sagen, was hier passiert ist. Und da sehen Sie schon, dass die Gesamtentwicklung der österreichischen Güter nach verschiedenen Kategorien, vor allem bei den bearbeiteten Waren und bei den Maschinen und Fahrzeugen, die beiden zweitgrößten und die größte Gruppe sind an Gütern, die Österreich nach Deutschland exportiert, leider im negativen Bereich liegen. Also bearbeitete Waren, Veränderung der Marktanteile um minus 0,4 Prozent und Maschinen und Fahrzeuge um minus 2,9 Prozent. Weiter aufgesplittert können Sie dieser Grafik ebenfalls entnehmen,
Wir können recht genau sagen, wo wir Marktanteile verloren haben. Das sind zum Beispiel bei den Metallwaren, das sind ganz konkret bei den Straßenfahrzeugen, bei Kfz-Teile und Zubehör. Und damit sind wir wieder bei dem, was der Gouverneur schon einleitend gesagt hat. Also die Kfz-Zulieferindustrie geht teilweise jetzt von Osteuropa nach Deutschland und nicht mehr von Österreich. Hier noch einmal das Bild auf diesen einzelnen Gruppen aufgelistet. Wieder nach Ländern. Welche Länder haben uns hier quasi ersetzt, Marktanteile weggenommen? Wieder vor allem osteuropäische Länder, Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn finden sich immer wieder, wenn man hier schaut, wo haben die größten Marktanteilsgewinne stattgefunden in Deutschland. Wohlgemerkt, diese beiden Grafiken, diese beiden Slides beziehen sich nur auf Deutschland. Man kann das natürlich durchdeklinieren durch alle Länder, aber wir haben uns jetzt in diesem ersten Schritt einmal Deutschland gewidmet, weil das definitiv unser größter Exportmarkt ist. Ich möchte dazu sagen, dass sich in den Analysen auch ergeben hat, und die gehen zielen in Richtung, warum hat Deutschland ein bisschen Österreich abgehängt im Wirtschaftswachstum, in der konjunkturellen Situation. Aus diesen Analysen kann ich auch sagen, dass Deutschland wesentlich stärker in den Nicht-Euro-Raum-Länder exportiert. Also in Länder, die außerhalb des Euro-Raums liegen und hier sehr stark auch natürlich profitiert hat von der Wechselkursentwicklung, von der jüngsten, aber auch ganz generell, Deutschland ist einfach breiter aufgestellt als Österreich. Österreich, vor allem Deutschland und einige osteuropäische Länder, die Hauptexportmärkte, und die sind halt leider nicht so stark gewachsen. Osteuropa oder eben Deutschland wächst wieder, aber dort verdrängen uns andere vom Markt. Abschließend noch ein Bild auf den Arbeitsmarkt, auf die Arbeitslosigkeit. Man könnte im Großen und Ganzen sagen, nichts Neues auf dem österreichischen Arbeitsmarkt, aber so erfreulich ist das Bild doch nicht, wenn man sich's näher anschaut. Erstens einmal wurde die Arbeitslosenquote, und hier ist die Eurostat-Definition gemeint, nach oben hin korrigiert. Also im Prinzip ist das eine statistische Revision, trotzdem verbessert sie das Bild nicht. Wenn man jetzt den internationalen Vergleich macht, dann weist Österreich nicht mehr die geringste Arbeitslosenquote in der EU auf. Im Moment sind wir an der zweiten Stelle, was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber wenn man sich die Prognosen anschaut, dann wird hier Österreich weiter zurückrutschen, was gerade am Arbeitsmarkt ausgesprochen unerfreulich ist. Was man sagen kann, um ein bisschen ins Detail zu gehen, das Beschäftigungswachstum bleibt weiterhin kräftig. Das ist sicher eine gute Nachricht, aber das Arbeitsangebot wächst ebenfalls stark. Hat viel zu tun mit den steigenden Erwerbsquoten älterer Erwerbspersonen im Hinblick auf die Pension, auf das Pensionsantrittsalter, auch auf die Höhe der Pension. Auf alle Fälle, Arbeitslosenquote wird unserer Prognose nach heuer auf 5,7% ansteigen, nach Eurostat-Definition, im nächsten Jahr gleich bleiben und erst 2017 sehen wir auf aufgrund der deutlich verbesserten konjunkturellen Situation in Österreich dann einen Rückgang auf 5,5%. Noch ein Hinweis, also die Arbeitslosenquoten nach nationaler Definition, die jetzt immer wieder in den Medien erwähnt werden, liegen deutlich höher, ist allerdings eine andere Art, die Sache zu messen. Zusammenfassend noch einmal in Richtung Vergangenheit und das heutige Bild. Also die aktuelle Wachstumsschwäche, die wir leider noch immer sehen in Österreich, geht zurück auf den privaten Konsum, auf die Investitionen und auf die Exporte. Ist also relativ breit, wobei wir schon hier unser Sorgenkind sind die Investitionen und sind im Endeffekt auch die Exporte, wo wir diesen Verlust an preislicher Wettbewerbsfähigkeit sehen, wie bereits ausgeführt. Aber positive Perspektive, positive Prognose. Im Jahr 2016 sollte es deutlich aufwärts gehen, getragen von der Inlandsnachfrage, wie gesagt vom privaten Konsum, der von der Steuerreform unterstützt und angekurbelt wird, aber auch gestützt von den Exporten. Niedrige Inflation
im Sinne von, die hilft uns derzeit beim privaten Konsum, die hilft dem realen privaten Konsum, der sich hier aufschwingen wird. Und eben das Ende der Vertrauenskrise, das wir schon annehmen für die Unternehmen und für die Investitionen, die sollten wieder anziehen, wenn diese Vertrauenskrise im Unternehmenssektor beendet ist. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Dr. Ritzberger. Herzlichen Dank, Herr Gouverneur. Ich darf jetzt die Fragerunde eröffnen. Der Erste, der sich zu Wort gemeldet hat, war der Paul Schiefer, ORF Radio. Paul, bitte. Herr Gouverneur, ich hätte eine Frage bezüglich der Wachstumserwartungen für 2016 und 2017. Sie haben jetzt gesagt, man hofft darauf und die Erwartung ist die, dass der Inlandskonsum anzieht aufgrund der Steuerreform. Die Frage ist allerdings, wie nachhaltig ist dieser Konjunkturaufschwung dann, der sich sozusagen auf die Steuer, durch die Steuerreform generiert wird, wenn sozusagen die anderen Rahmenbedingungen offenbar nicht passen, wenn wir sozusagen an Marktanteilen in der Industrie zum Beispiel verlieren. Die zweite Frage, die daran angehängt ist, ist, es gibt ja auch Zweifel an der Gegenfinanzierung der Steuerreform. Da fragt man sich dann sozusagen, wird jetzt ein Wirtschaftsaufschwung dadurch generiert durch eine Steuerreform, die eigentlich gar nicht wirklich gegenfinanziert ist und dadurch auch nicht nachhaltig ist? Ja, also zunächst einmal, es ist richtig, dass wir für 2016 eben eine deutliche Konjunkturaufschwung erwarten von 1,9% nach 0,7% im Jahr 2015. Und wie auch von der, wie ausgeführt, dieser Aufschwung beruht auf einer Vielzahl von Faktoren. Zunächst einmal sicherlich auf der Erwartung, dass es zu einem stärkeren Konsum kommt, weil es zu einem stärkeren Anstieg der Realeinkommen kommt. Gleichzeitig aber wird erwartet, dass es im Jahr 2016 auch wieder zu einer deutlich positiven Entwicklung im Investitionsbereich kommt. Und auch die Exportwirtschaft insgesamt profitiert, weil es ja in Europa insgesamt auch einen Aufschwung gibt. Umgekehrt muss man dazu sagen, dass dieser Aufschwung auch von 1,9% im langjährigen Vergleich vergleichsweise schwach ist, wenn man davon ausgeht, dass wir ja vorher eine sehr lange Konjunkturflaute hatten. Also die Entwicklung als solches ist positiv, aber das Niveau ist geringer, als es man nach dieser Konjunkturschwäche erwarten könnte. Ich meine schon, dass das dann letztlich ein kontinuierlicher und selbsttragender Aufschwung ist, weil er ja auf verschiedenen Faktoren beruht. Das heißt, der Konsumanstieg, verursacht durch den Anstieg der Realeinkommen, ist ein auslösendes Element, wird aber dann durch andere Faktoren abgelöst. Ja, die Gegenfinanzierung, hier muss man sagen, hier habe ich ja sozusagen zwei, wenn man will, ökonomisch widersprechende Aspekte. Der eine Aspekt ist der fiskalische. Der spricht dafür, dass ich eine möglichst weitgehende Gegenfinanzierung habe. Aus dem Konjunkturaspekt heraus ist es natürlich so, dass ich hier durchaus einen, wenn man will, einen höheren Defiziteffekt, auch einen stärkeren Nachfrageeffekt hat. Nur glaube ich, das Ganze ist insofern, gerade in diesem konkreten Fall Österreich, etwas differenzierter zu sehen, weil es ja hier nicht nur um die Makrogrößen geht, sondern um die ganz konkreten strukturellen Maßnahmen. Also konkret etwa die Frage der Steuerbetrugsbekämpfung, in welchem Ausmaß die Beträge, die hier angesetzt sind, auch tatsächlich umgesetzt werden können. Und das wird wieder davon abhängen, welche ergänzende Maßnahmen ich hier treffen kann. Sie wissen, wir haben gerade im Augenblick in Österreich auch eine Diskussion etwa um die Frage des Kontenregisters. Meine persönliche Meinung ist die, dass da, glaube ich, zum Teil sehr uninformiert diskutiert wird und ungerechtfertigte Ängste geschürt werden. Im Kern geht es darum, einen jetzt sehr komplizierten bürokratischen Vorgang zu vereinfachen.
Also ich glaube, dass man hier konsequent sein muss, wenn man der Meinung ist, ich will hier aus fiskalischen Gründen eine entsprechende Gegenfinanzierung machen und das würde aus der Sicht der Notenbank absolut zu unterstützen sein, dann muss ich auch konsequenterweise die Maßnahmen akzeptieren, die dazu führen. Dankeschön. Herr Swiedli, bitte. Meine Fragen richten sich im Wesentlichen an Frau Dr. Ritzberger. Konkret ausgedrückt, was Sie oder auch die Arbeitsgruppe, die Sie eingerichtet haben, betrifft, heißt es, den Autocluster in Österreich, der über Jahrzehnte gelobt wurde, durch einen neuen Cluster zu ersetzen. Was könnte, also ich kapriziere mich nicht auf den Namen Cluster, aber welche Technologie, welche Märkte, welche Investitionen könnten das sein? Zweite Frage, diese riesige Umkehr bei der Investitionslust der österreichischen Wirtschaft, die müsste sich doch, wenn sie 2016 in jenem Maße eintreffen soll, wie Sie es in der Grafik gezeigt haben, müsste doch jetzt bereits ruchbar werden. Keine Firma macht Millionen locker sozusagen von einem Tag auf den anderen. Also wenn das eintreten sollte, dann müsste man jetzt von maßgeblichen österreichischen Firmen doch schon irgendwelche Gedanken zu dieser Investitionswelle, die da anrollen soll, hören. Das hört man nicht. Im Gegenteil, eine der größten Firmen, die Voestalpine, hat sich in den USA eine doppelt so große Fläche unter den Nagel gerissen, als sie braucht. Das heißt, die nächsten Investitionen der Voest, maßgeblichen, werden in Amerika und nicht in Österreich stattfinden. Und die Vertrauenskrise zu beenden, das ist eine schöne Sache, aber wodurch? Ihre erste Frage galt dem Automobilcluster. Dazu kann ich sagen, wir machen hier keine Industriepolitik, aber wir versuchen die Grundlagen zu erarbeiten, damit hier solche politischen, wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf guten Grundlagen getroffen werden können. Was uns natürlich, wie viele andere, schon verwundert hat, ein bisschen besorgt hat, ist, dass Österreich an diesem aktuellen Aufschwung Deutschlands nicht partizipiert hat, wie oft so in der Vergangenheit. Dass wir uns, wie der Herr Gouverneur auch gesagt hat, hier etwas nachhinken und Deutschland abgehängt hat auf den ersten Blick und wahrscheinlich auch auf den zweiten. Und diesen zweiten Blick haben wir gemacht. Und wir haben hier eben jetzt, können ganz genau sagen, in welchen Sektoren wir hier abgehängt worden sind. Und vor diesem Hintergrund muss man einfach Entscheidungen treffen, in welche Richtung die gehen. Also wie gesagt, wir machen Geldpolitik, nicht Industriepolitik, aber fühlen wir uns schon auch zuständig, hier die Fakten auf den Tisch zu legen, weil wir haben ja auch die Datenbanken, wir haben hier die analytischen Möglichkeiten und haben hier eben sehr stark herauskristallisiert, dass es diese ehemaligen Erfolgsfaktoren, dass sich die jetzt nicht mehr so darstellen wie früher und da fällt einem einfach der Automobilcluster ein. Wir wissen aber auch in dem Moment, wo man ein bisschen in den Osten fährt, zum Beispiel in die Slowakei, was sticht dort heraus? Die Autoindustrie. Ja, in Tschechien ein ganz ähnliches Bild. Also natürlich muss das irgendwelche Effekte haben und das ist, haben wir eben jetzt mit Zahlen und Daten unterlegt. Die zweite Frage war, woher soll der Investitionsaufschwung kommen? Das ist, glaube ich, eine sehr berechtigte Frage. Nämlich, woher kommt unser Optimismus, dass es mit dem Industrievertrauen endlich bergauf geht? Nun, unser Optimismus fußt auf drei Dingen. Erstens einmal, die Umfragen deuten sehr wohl auf eine Verbesserung der Auftragslage. Das heißt, die Aufträge sind da, sie müssen und werden gerade umgesetzt werden. Das Zweite ist natürlich diese günstige Finanzierungssituation, die das eine oder andere schon in die Umsetzung treiben wird. Also das bestärkt uns in dem Glauben, dass die Unternehmen diese günstige Situation wahrnehmen und ergreifen und investieren. Und der dritte Punkt ist der Bedarf an Ersatzinvestitionen, der mit jedem Jahr größer wird. Und der jetzt doch wirklich endlich zum Tragen kommen sollte und hier bei den Investitionen helfen sollte.
Vielleicht noch ein letzter Punkt zu Ihrer sehr berechtigten Anmerkung. Diese minus 1,9%, die wir heuer sehen bei den Investitionen, die sind wirklich durch einen Einbruch um den Jahreswechsel, der uns auch sehr überrascht hat, negativ überrascht hat, begründet. Vielleicht eine Zahl noch: Im ersten Quartal 2015 sind die Bruttoanlageinvestitionen gegenüber dem Vorquartal um minus 0,6% zurückgegangen. Ja? Wir wissen oder wir glauben fest daran, dass im zweiten Halbjahr die Investitionen anziehen, aufgrund des statistischen Überhangs, der uns aus dem Vorjahr allerdings noch begleitet, werden die Investitionen heuer leider wieder im negativen Bereich landen. Vielleicht darf ich das nur noch in Ergänzung. Wir haben jetzt hier die Marktanteilsverluste dargestellt. Das heißt natürlich nicht, dass das die Rolle der österreichischen Unternehmen als solches schwächt, weil es sind eben sozusagen Produktionen, die etwas aus der Slowakei kommen, durchaus von Betriebsstätten österreichischer Unternehmen. Also es ist so, der Unternehmensbereich als solches ist weiterhin sehr erfolgreich, ist ja auch sehr ertragreich, wie sich zeigt, aber es ist eben, hat eine Verlagerung stattgefunden. Was im gewissen Ausmaß, ja, wenn man will, eine Normalisierung darstellt. Weil es ist ganz klar, wenn ich sage, das sind Länder, die hier ihre Chancen nutzen sollen, so wird es immer wieder eine Abwanderung geben, so wie es in den 60er Jahren eine Abwanderung der Textilindustrie aus Österreich gegeben hat. Das ist ein dynamischer Punkt, als solches nicht zu beklagen. Wichtig ist eben nur, dass etwas sozusagen nachkommt, was in anderen Bereichen ist. Und vielleicht, weil ich in einem früheren Leben auch im Aufsichtsrat der Föst war und dieses Unternehmen sehr genau verfolge, es ist nicht so, dass der General Eder gesagt hat, er wird nicht investieren in Österreich. Er hat gesagt, er wird überlegen, ob er investiert. Und das heißt, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, da gibt es natürlich einen Gestaltungsspielraum und da gibt es auch meines Erachtens die sehr große wirtschaftspolitische Notwendigkeit, festzuhalten, dass Österreich als Industriestandort weiterhin erhalten bleiben muss. Und das heißt auch, dass ich für bestimmte andere Bereiche, von der Energiepolitik über die Umweltpolitik und so weiter und so fort, eben auch berücksichtigen muss. Wenn ich Österreich als Industriestandort haben will, dann muss ich dafür bestimmte Voraussetzungen schaffen. Und das ist, glaube ich, die klare Aussage, die wir auch hier bekommen haben. Dankeschön. Boris Gröndal, Bloomberg. Boris, bitte. Herr Gouverneur, Sie haben gesagt, das Asset Purchases Programm hat schon Wirkung gezeigt, der EZB. Können Sie sagen, ob Sie, wie sich diese Auswirkungen auf die Inflation zeigen und ob Sie eine Gefahr sehen, dass die Inflation sich vielleicht schneller als erwartet durch diese Programme erholt, in Anführungsstrichen, und so schnell wieder steigt, dass die EZB ihre Geldpolitik eventuell wieder dem anpassen muss, früher als das erwartet ist? Also zunächst einmal muss man ja ehrlich sagen, dass Inflation zum Teil durch geldpolitische Maßnahmen beeinflusst wird, aber zum Teil eben auch durch andere Bereiche, weil wir eben unterscheiden müssen zwischen nachfragebedingter Inflation und Kostinflation. Also ein wesentliches Element in der Inflationsentwicklung kommt den Energiepreisen zu, insbesondere den Ölpreisen. Allein die Tatsache, dass wir in diesem Jahr 2015 nicht mehr einen solchen Rückgang der Ölpreise haben werden wie im Jahr 2014, heißt, dass wir als Echoeffekt auf jeden Fall einen Anstieg der Inflationsrate haben. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das hat mit der Politik der EZB unmittelbar nichts zu tun. Das ist eine Gesamtentwicklung der Ölpreise und das wird auch weiterhin ein ganz wesentlicher Bereich sein. Dort, wo die EZB tatsächlich Wirkungen haben kann, ist das, glaube ich, in Größenordnung und wo man sagen kann, es geht in die richtige Richtung. Es ist aber nicht etwas, was uns veranlassen sollte, jetzt vorzeitig dieses Programm abzubrechen oder zu beenden, sondern ich glaube, dass man hier sehen muss, dass für die Laufzeit, und das Programm läuft ja bis September 2016, hier die richtige Dynamik zu erwarten ist.
Dankeschön. Herr Ebert, bitte. Kronenzeitung. Moment, bitte. Dankeschön. Sie haben angeführt, dass ein Teil der Konsumbelebung natürlich kommen wird aus den Realeinkommen, nicht zuletzt durch die Steuerreform. Andererseits bei den kritischen Punkten der Schwächen der letzten Jahre war auch klar angeführt, kalte Progression hat also stark gedämpft. Jetzt wissen wir, dass die kalte Progression sozusagen ja nur jetzt einmal ausgesetzt ist, kurz einmal zurückgefahren durch die Steuerreform bestenfalls und dann sofort wieder einsetzen wird. Heißt das nicht, um diese Wachstumsschwäche längerfristig zu beheben, dass man eigentlich dafür sein müsste, dass also ein Automatismus da sein müsste, dass also die Progression sozusagen automatisch abgefedert werden muss und nicht immer nur erratisch alle paar Jahre mit großem Aufwand und großem Gezänk? Also, wie Sie wissen, unter kalter Progression versteht man den Umstand, dass ich durch die Inflationsraten in höhere Progressionsstufen hineinkomme. Das ist dann besonders aktuell, wenn ich hohe Inflations habe. Bei den niedrigen Inflationsraten, die ich derzeit habe, ist das zwar theoretisch nach wie vor gegeben, aber die praktische Bedeutung ist nicht so groß. Natürlich, wenn ich wieder in eine Zeit komme mit höheren Inflationsraten, wird das wieder ein Thema sein. Aber ich glaube, unsere Lebenserfahrung sagt uns allen, dass diese Steuerreform, die wir jetzt gemacht haben, nicht die letzte in unserem Leben sein wird. Wir werden noch einige Steuerreformen erleben. Das heißt, es wird natürlich das berücksichtigt werden, aber es wird nicht in einer automatischen Weise berücksichtigt werden. Und es ist eigentlich die generelle Tendenz, auch von der OECD, auch von der EZB, dass man Automatismen eher vermeiden soll. Man soll natürlich auf die wirtschaftlichen Entwicklungen eingehen, aber man soll sich nicht vorher sozusagen in Automatismen binden, die dann mögliche wirtschaftspolitische Reaktionen schwerer machen. Also das schließt natürlich nicht aus, dass ich spätere sozusagen Inflationseffekte kompensiere, aber im Augenblick haben wir zweifellos den Effekt, dass es zu einer Realeinkommensverbesserung kommt. Danke. Ich habe noch einen anderen Punkt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden darauf antworten möchte. Sie haben das kurz darauf angespielt, Frau Ritzberger, dass die Kreditvergabe nicht das Problem im Moment der eher schwachen Entwicklung ist. Es wird ja sowohl von den Banken als auch von den möglichen Kreditnehmern immer wieder darauf verwiesen, als ein Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung, zum Teil von den Banken mit Verweis auf den Gesetzgeber und die Steuern, zum Teil aber auch mit Verweis auf die Regulierer und immer wieder erhöhte Kapitalquoten. Können Sie ein bisschen erläutern, warum Sie das nicht für den Grund halten, der die wirtschaftliche Entwicklung aufhält derzeit? Also erstens einmal muss man unterscheiden zwischen Österreich und dem Euroraum und oder vielen anderen Euroraumländern, wo diese Kreditrestriktionen wirklich ein sehr großes Problem waren. Teilweise noch sind, aber das wird eben zunehmend gelöst durch dieses Ankaufsprogramm und andere geldpolitische Maßnahmen des Eurosystems, die hier versuchen und auch gut gelungen bislang die Situation zu verbessern. Und diese niedrigen Zinsen auch bei den Unternehmen ankommen zu lassen. In Österreich war dieses Problem nie in dieser Dramatik vorhanden. Es ist richtig, auch wir hatten Kreditrestriktionen und Unternehmen haben hier berichtet oder wir wissen auch aus den Umfragen, sowohl bei Banken als auch bei Unternehmen, dass es hier Engpässe gegeben hat. Aber im Endeffekt war das in Österreich nie so schlimm und im Moment zeigen uns unsere Umfragen, dass diese Kreditrestriktionen in Österreich beendet sind. Also die Unternehmen sagen, wir sind hier nicht sehr eingeschränkt. Im Großen und Ganzen bekommen wir das, um was wir ersuchen. Natürlich mit guten Projekten und mit guten Ideen und mit Dingen, die Hand und Fuß haben. Aber in Österreich, würde ich sagen, ist diese Beschränkung, unter der wir gelitten haben, im Moment nicht zu sehen. Vielleicht, wenn ich das ergänzen kann, also
Das ist im Faktischen ja geschildert worden. Aber natürlich innerhalb der Kreditvergabe gibt es schon noch Unterschiede zwischen, wenn man will, Investitionskrediten im größeren Maß und speziell Krediten für kleine und Mittelunternehmen, kleine und Mittelbetriebe, also KMUs. Und bei den KMUs gibt es schon die Klage, dass höhere Sicherheiten verlangt werden. Und das entspricht tatsächlich auch zum Teil den Erfordernissen, die den Banken gegeben sind, aus den neuen Regulierungsrichtlinien, weil sie eben hier sozusagen verstärkt das tatsächliche Risiko von KMU-Krediten berücksichtigen müssen. Das ist eine Herausforderung, die wir sehen. Und die zweite Herausforderung, die wir sehen, ist die, dass ich gerade für Start-ups, gerade für technologisch avancierte Bereiche wahrscheinlich Kreditfinanzierung generell nicht in vielen Fällen nicht die ideale Form ist der Finanzierung. Dort ist Eigenkapitalfinanzierung der viel wichtigere Bereich. Für den größeren Bereich sehen wir das in Österreich durch einen deutlichen Anstieg in der Rolle der Unternehmensdarlehen, Unternehmensanleihen. Und das halten wir auch für eine gute Entwicklung. Für kleine Bereiche gibt es ja jetzt auch Möglichkeiten, etwa in diesem Crowdfunding-Bereich. Sie wissen, das ist eine Zeit lang etwas kritisch gesehen worden. Ich persönlich, auch in meiner Eigenschaft als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Finanzmarktaufsicht, sehe das durchaus positiv. Ich glaube, man muss den Menschen klar machen, ja, für diese Bereiche ist es viel besser, mit Eigenkapital zu arbeiten, als mit Fremdkapital, aber Eigenkapital hat eben entsprechende Risiken. Und wenn ich auf dieser sauberen Basis arbeite, glaube ich, ist das auch eine sehr positive künftige Entwicklung. Dankeschön. Angelika Gruber, Reuters. Inwieweit sehen Sie denn den immer noch ungelösten Schuldenstreit mit Griechenland als Problem für den Aufschwung in der Eurozone, nachdem die Griechen am Freitag nicht bezahlt haben und einen Aufschub gewährt haben und auch im Sommer laufende Zahlungen fällig werden, auch an die EZB? Ja, also über die aktuellen Entwicklungen bin ich, glaube ich, nicht der Befugte, darüber zu referieren. Aber es hat, und das ist ein großer Unterschied zu der Zeit vor etwa 2 Jahren. Es hat die Unsicherheiten, die man in Griechenland sieht, praktisch keinen negativen Einfluss auf die Konjunkturentwicklung in Europa. Und Sie sehen es auch auf den Kapitalmärkten, wenn Sie sich anschauen, die Verzinsung für italienische, spanische, portugiesische Anleihen und so weiter, die früher noch sozusagen quasi mit betroffen waren von Unsicherheit, haben sich heute von der Entwicklung von Griechenland völlig gelöst. Also daher wird, glaube ich, zu Recht von den Märkten Griechenland als ein Spezialproblem gesehen. Dankeschön. Ich habe den Herrn Svitli noch einmal, bitte. Entschuldigung, Griechenland ist das eine Problem. Die beim G7-Gipfel sozusagen fortgesetzten Maßnahmen gegenüber Russland sind das andere Problem. Inwieweit haben Sie das bei Ihrer doch auf mittlere Frist positiven Konjunkturabschätzung eingerechnet? Also Sie haben ja, wenn Sie sich erinnern an die erste Folie, wo wir für Russland für heuer und auch fürs nächste Jahr eine negative Entwicklung erwarten müssen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist die Frage von Sanktionen. Und das hat die Frau Ritzberger schon angeführt. Das Hauptproblem und die Hauptgefahr sehe ich hier eigentlich gar nicht so sehr in den faktischen Bereichen, sondern eher im psychologischen Bereich. Weil das eben doch etwas ist, was verunsichernd wirkt auf Investoren. Und daher ist, glaube ich, aus ökonomischer Sicht und damit auch aus Sicht der Notenbank natürlich alles positiv zu sehen, was diese Unsicherheit verringert. Und daher ist zu hoffen, dass es hier eine vernünftige Regelung gefunden werden kann, die es ermöglicht, letztlich auch wieder zu einem Zustand zu kommen, wo Sanktionen nicht notwendig sind. Dankeschön. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann
danke ich für Ihr Kommen. Ich danke Frau Dr. Ritzberger, Herrn Dr. Nowotny. Einen schönen Tag noch für Sie. Auf Wiedersehen. Danke.